Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, warum deine Bilder auf Instagram vielleicht deutlich schlechter aussehen, als sie es noch in Lightroom getan haben. Ich nehme schon mal vorweg, es gibt jetzt nicht den einen Wundertrick, wobei es gibt einen kleinen Trick, den ich euch ganz am Ende verraten werde, der schon, wenn man den nicht weiß, dann ärgert man sich schon darüber, dass man das jahrelang nicht gemacht hat, aber dazu kommen wir wie gesagt gleich. Ansonsten sind das alles kleine Schritte hin zu einem guten Ergebnis auf Instagram, so gut wie es Instagram das einem irgendwie ermöglicht. Grundsätzlich ist Instagram natürlich mittlerweile gerade für Fotografen eine sehr, sehr undankbare Plattform. Thema Reels, Komprimierung und so weiter. Aber Komprimierung ist eben genau das, was wir möglichst vermeiden wollen. Wir wollen es Instagram so leicht wie möglich machen, unser Bild direkt hochzuladen, ohne selbst noch eingreifen zu müssen. Und was ich dazu auf jeden Fall immer mache, ist, dass ich meine Bilder schon im Voraus croppe. Croppen bedeutet zuschneiden, das machen wir in Lightroom und ich gehe eigentlich immer mit dem Format 4:5. Viele Fotografen posten auch 1:1 Bilder, also quadratische Bilder, davon bin ich persönlich jetzt nicht der größte Fan, mache ich auch in der Regel nicht, aber wenn du ein Bild hast, wo das einfach passt, das gibt es natürlich auch, Kompositionen, wo ein quadratischer Post einfach Sinn macht, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ich poste allerdings immer im Hochformat 4:5. Ich poste mittlerweile gar nichts mehr quer, das hat einfach den Hintergrund, dass ich einerseits einen einheitlichen Look haben möchte, wenn jemand durch meine Bilder scrollt, da will ich nicht auf einmal so einen störenden Blocker in der Mitte haben, wo dann ein Querformatbild kommt, und außerdem hat das natürlich auch reichweitentechnische Gründe. 4:5 ist das Format auf Instagram, das die größtmögliche Bildschirmfläche einnimmt. Dementsprechend macht es das dem Nutzer am allerschwersten, irgendwie dran vorbeizukommen. Wenn wir ein Querformat-Foto posten auf Instagram, dann nimmt es die kleinstmögliche Bildschirmfläche ein. Bedeutet, beim Scrollen durch den Feed scrollt man an so einem Querformat-Foto schon deutlich einfacher vorbei als an einem Hochformat-Foto. Das hat jetzt nur bedingt was mit der Qualität zu tun, ist aber so eine Herangehensweise, die zumindest begründet, warum ich eigentlich immer in 4:5 uploade. 4:5 ist eben ein Format, das kann Instagram darstellen, und da greift Instagram zumindest, was das Format angeht, nicht mehr im Nachhinein ein. Was dann viele Leute noch machen, und das habe ich selbst auch einige Zeit gemacht, das ist so ein bisschen kontroverses Thema, der eine macht es, der andere nicht, ist das Thema Beschneiden. Du kannst in Lightroom einstellen, dass die lange Kante maximal x Pixel lang ist. Probier es einfach mal aus, stell die mal auf 2160 Pixel bei 4:5 und lad das vielleicht einfach mal auf einem zweiten privaten Account hoch und schau dir an, macht es einen Unterschied, wenn du das begrenzt, oder sehen die Bilder identisch aus? Weil den Eindruck habe ich mittlerweile, dass diese Voreinstellung keinen großartigen Unterschied mehr macht. Du reduzierst die Bildqualität schon im Voraus, ohne dass es notwendig ist, meiner Meinung nach. Aber das ist was, viele machen das auch weiterhin, was ich mittlerweile nicht mehr mache, weil ich da einfach keinen Fortschritt in der Bildqualität sehe. Du kannst dann noch Schärfen für Bildschirm einstellen. Das mache ich in der Regel, wenn ich webbasierte Bilder exportiere, dann schärfe ich die für Bildschirm in Lightroom so ein bisschen nach. Alternativ das gleiche dann für den Druck, mattes oder glänzendes Papier. Jetzt kommen wir zu dem Tipp, den ich ganz am Anfang schon mal angedeutet hatte. Dazu hole ich einmal mein Handy raus und wir gehen in die Instagram-App rein, gehen auf unser Profil, oben auf die drei Striche, Einstellungen, und dann gehen wir auf Konto und Datennutzung. Und hier haben wir einen Schieberegler, der ist in der Regel ausgeschaltet, und bezeichnet ist der mit in höchster Qualität hochladen. Videos immer in höchster Qualität hochladen, auch wenn der Upload dann länger dauert. Wenn diese Option deaktiviert ist, passen wir die Upload-Qualität automatisch an die Netzwerkbedingungen an. Bedeutet, wenn du gerade schlechtes Internet hast, dann kann es sein, dass Instagram die Qualität deines Bildes an diese Verbindung anpasst und einfach dein Bild komprimiert. Das ist natürlich das allerletzte, was wir wollen. Da warte ich lieber 10 Sekunden länger, habe einen höheren Datenverbrauch, uploade übers WLAN und so weiter, als dass Instagram da die Bildqualität rapide herabsenkt. Das auf jeden Fall meiner Meinung nach der allerwichtigste Tipp neben dem Thema 4:5. Das finde ich auch nicht, sollte man auch nicht unterschätzen, dass man vorher schon croppt, damit Instagram das nicht tun muss, beziehungsweise du das in der Instagram-App nicht machen musst. Ja, aber der Schieberegler, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Kann ich euch sehr empfehlen. Diese Einstellung müsste standardmäßig ausgeschaltet sein, so war es zumindest bei mir. Ja. Das soweit zum Thema bessere Instagram-Qualität. Wenn du weitere Tipps und oder Fragen zu dem Thema hast, gerne mal unten in die Kommentare rein. Das soll soweit von mir gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben freuen. Bis dahin, haut rein. Ciao.